Hey Leute, willkommen zu Episode Nummer 31 der Trainerkarriere. Nach der letzten Episode, in der es ja vor allem um Transfers ging, fängt die neue Saison an, und zwar mit dem Champions League Qualifikationsspiel gegen Aalborg. Mit einigen Spielern, unter anderem Kaike. Allerdings keine bekannten Spieler. Ich meine, habt ihr schon mal irgendwie was gehört davon? Nein. Erste Szene hatte ich. Adrian mit dem Freistoß, knapp übers Tor. Der erste Warnschuss schon mal hier im Hinspiel. Dann wieder ich. Schöner Pass, Adrian, auf Redmond. Redmond mit dem Lupfer. Super gemacht zum 1:0 über den Torhüter hinweg. Nichts zu halten, stark gemacht von Redmond, technisch. Sehr anspruchsvoll, aber auch gut geklappt. Und weiter Druck vom HSV, Adrian wieder, der hier schon die Vorlage gab. Adrian! Und das 2:0 direkt, kurze Zeit später nur, zur verdienten, ausgebauten Führung gegen Aalborg. Bislang nur vom HSV etwas zu sehen, keinerlei Szenen von Aalborg. Und das macht er auch so weiter. Casemiro versucht, abgeblockt, und dann nochmal Deulofeu, allerdings leider am Tor vorbei. Dann war es Halbzeit, 2:0 für den HSV stand es. Aalborg hoffnungslos unterlegen, hatten ja auch schlechteres Spielermaterial, muss man ja zugeben. Dann war es jedenfalls Zeit für die Wechsel. Sissoko hier mit 100% Passquote, eine sehr gute Quote, sowie einem Zweikampf. Und ja, es waren im Endeffekt drei Wechsel. Bruma kam für Diekmeyer. Des Weiteren waren noch Van Loo und El Harouchi im Spiel, die jungen Talente. Dann mal Aalborg hier mit der Szene, aber zum Glück am Tor vorbei, da hätte Leali vielleicht auch noch rangekommen, man weiß es nicht. Dann Deulofeu, schöne Flanke. Eigentlich nicht, aber das ist Adrian da. Nach dieser doch eher unzufriedenstellenden Flanke, klasse Direktabnahme von Adrian, leider nicht im Tor. Dann wieder Deulofeu, kein gutes Spiel heute. Deulofeu! Und das setzt er auch vor mit diesem Schuss am Tor vorbei. Dann wieder Aalborg, hier mit etwas Glück kommt zum Ball, Kaike. Und die ist drin, 2:1 nur noch in der 87. Jetzt muss ich nochmal aufpassen, denn der Ausgleich hier, das wäre sehr, sehr ärgerlich. Und es war nochmal gefährlich. Kaike wieder mit der nächsten Szene. Kaike! Und gerade noch so geklärt, nachdem Leali den Ball verkürzt oder abwehrt, wie auch immer, und dann letztendlich geklärt werden kann, zum Glück. Puh. Das Spiel ging dennoch gewonnen, somit mit 2:1 gerade so. Am Ende nochmal eine Zitterpartie, am Anfang alles relativ deutlich. Eine ganz zufriedenstellende Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche, aber nicht optimal. Dennoch machen wir natürlich gleich weiter mit dem nächsten Spiel gegen Mainz 05, denn auch die Bundesliga fing an. Und ja, Mainz mit einem relativ guten Team da im Sturm, Ede und Choupo-Moting. Und es fing gleich besser für sie an. Choupo-Moting, aber Leali passt gut auf und kann den Ball parieren. Direkt im Gegenzug, ich hier mit auf der Außenbahn mit Redmond, dribbelt sich da durch. Redmond schießt, aber Wettklo passt auf und kann den Ball abfangen. Nächste Chance, klasse Pass, Adrian frei durch. Adrian mit der Chance, aber super gehalten von Wettklo. Dennoch muss man auch sagen, kann man die durchaus mal machen. Dann Redmond, Redmond, und da ist es endlich das 1:0. Mittlerweile verdient nach 17 Minuten. Einige Chancen gab es und somit ist der Ball endlich drin. Zum 1:0 durch Redmond. Kraftförderschuss zum Glück drin. Dann Choupo-Moting mit der Chance und überragend gehalten von Leali, der den Ball da zum Glück zur Ecke abwehren kann. Dann wieder ich, Wallison. Wallison hat viel Platz und macht ihn souverän rein. 2:0 für den HSV durch Wallison in der 23. Minute. Kurz später die Ecke. Schöner Ball in die Mitte. Omtiti mit dem Kopf. Aber Wettklo kann auch das verhindern. Gutes Spiel bislang von Wettklo. Der HSV weiter am Drücker. Wallison kommt da gerade noch so ran mit der Fußspitze. Macht den Ball allerdings leider am Tor vorbei. Doch auch Mainz hat noch was zu bieten. Ede abgeblockt. Choupo-Moting und nochmal gut gehalten von Leali. Auch er macht aber ein starkes Spiel heute. Zweite Hälfte dann schon. Flanke in die Mitte. Zuma mit dem Kopf. Knapp am Tor vorbei. Der HSV hier klar überlegen eigentlich. Aber auch Mainz hatte noch Szenen. Zum Beispiel durch den Abwehrfehler hier. Und dann ist plötzlich Choupo-Moting da. Und macht den Ball rein. Zum 2:1 nur noch der Anschlusstreffer. Und jetzt musste man nochmal aufpassen. Denn die Gefahr, dass Mainz hier ausgleichen könnte, bestand. Und dann kam es auch so. Flanke. Da ist Choupo-Moting. 2:2 in der 78. Ausgleich hier durch Mainz also nicht unbedingt verdient, denn ja, muss nicht sein, aber war halt so. 2:2 jedenfalls, zweimal Choupo-Moting auf Mainzer Seite, bei mir waren es Wallison und Redmond. Da die Transferperiode ja noch nicht abgelaufen war, dachte ich mir, hey, unterbreiten wir dafür Tomasz Kalasz mal ein Angebot über 4,5 Millionen. Das wurde abgelehnt, deswegen erhöhte ich auf 4,9 Millionen. Ob das natürlich bestehen würde, sieht man später. Es ging jedenfalls ziemlich straff weiter direkt im Spielprogramm, denn wir hatten viele, viele Spiele. Und zwar mit dem Rückspiel gegen Aalborg. Natürlich war die Ausgangslage nicht optimal, aber ganz gut eigentlich. Deswegen hätte ein Unentschieden gereicht, man hätte bloß nicht verlieren dürfen. Aber auch ein 0:1 wäre unproblematisch gewesen. Dennoch waren wir von Anfang an klar überlegen. Casemiro direkt mit der Riesenchance gehalten und dann gerade noch so vor der Linie weggekratzt. Bei dieser Chance, dann Wallison, setzt sich durch, spielt zu Adrian, der Schuss an den Innenpfosten und auch hier geklärt. Also es hätte hier eigentlich schon 0:1 stehen müssen für mich.
Leider war dem nicht so. Dann Casemiro. Mit der Chance mit links und auch hier knapp vorbei. Also Chancen gab es durchaus für mich. Ich konnte sie bislang leider nicht nutzen. Dann Wallace hier am Ball. Rainbow. Adrian mit dem Volley, aber leider auch der nicht drin. In der 22. Minute. Dann wieder Adrian. Setzt sich da durch. Adrian versucht's einfach mal. Und der passt ganz genau. Wunderschönes Tor. Super Schuss von Adrian. Nichts zu machen für den Torhüter. Und somit verdient auch endlich die Führung nach vielen, vielen Chancen. Dann wieder ich, Redmond. Schneller als seine Gegner. Redmond mit dem Schuss. Und auch die war nicht weit weg. Knapp übers Tor. Dann wieder ich. Also ich hier permanent im Angriff. Wallison. Setzt sich durch mit dem Job. Aber der Torhüter passt da gut auf und kann den Ball gerade noch parieren. Aber auch die Aalborger hatten mal eine Chance. Kai mit dem Schuss aber zum Glück am leeren Tor vorbei. Auch hier nochmal die Chance, aber Leali pass auf und der Nachschuss geht zum Glück einige Meter am Tor vorbei. Sonst kam allerdings wirklich überhaupt nichts von Aalborg. Dann gab es nämlich die Auswechslung für mich. Van der Vaart, Van Loo und El Haroushi kamen rein. Die 18-Jährigen schon wieder in der Partie. Und ein Freistoß auf 17 Meter. Natürlich die Situation für Van der Vaart. Macht ihn rein. Van der Vaart mit der Chance. Mit seinem starken Linken. Van der Vaart über die Mauer hinweg. Nichts zu halten. Super Freistoß zum 1:0. Zum 1:0 sage ich schon. Zum 2:0 gegen Aalborg. Und jetzt war es hier der Bann durchbrochen. Es lief richtig gut. El Haroushi mit dem Kopf nach Vorlage von Redmond. 3:0 in der 63. Und der Bann war wirklich gebrochen. Wieder El Haroushi. Wieder durch. Und wieder das Tor. 4:0 durch Jürgen El Haroushi. Den 16-Jährigen. Das große, große Talent. Und ja, der verdiente Treffer. Und es ging immer noch weiter. Van Loo, wieder der 16-Jährige. Auf den anderen 16-Jährigen El Haroushi. Drittes Tor innerhalb kurzer Zeit. Dreierpack. Lupin reiner Hattrick. Auch Van Loo mit einer guten Leistung hier. Aber El Haroushi doch eine Nummer noch besser. Dann der schöne Pass. El Haroushi mit der nächsten Chance. Aber pariert vom Torhüter. Dann nochmal Redmond. Spielt zu El Haroushi. Der versucht es nochmal. Aber wird dann letztendlich umgeblockt. Relativ harsch, aber was soll's. Dann wieder der Freistoß. Van der Vaart, natürlich. Nächstes Tor für Van der Vaart per Freistoß. Zwei Freistöße, zwei Tore. So hat sich das zu verhalten. Das Spiel ging jedenfalls in 6:0 aus. Alle Tore bis auf das erste nach der 60. Minute, nach den Einwechslungen. Durch die Eingewechselten dreimal El Haroushi, einmal Van der Vaart. Starke Leistung von den beiden vor allem. Van der Vaart, wie man hier sehen kann, mit dem perfekten Spiel eigentlich eine 10,0er Wertung. Auch El Haroushi mit einem sehr, sehr, sehr guten Spiel, 9,8. Das ist natürlich, was man sich wünscht von einem so jungen Spieler, 16 Jahre jung gerade mal, und dann schon 3 Tore im Debüt. Das ist definitiv stark. Also im internationalen Debüt. Ja, jedenfalls hier nochmal zu sehen, klar überlegen, allerdings die meisten Tore auch drin. Natürlich zeugt das auch von einer guten Chancenverwertung. Zum Schluss nochmal hier die Entwicklungssachen. Natürlich läuft zum Anfang der Saison noch nicht sonderlich viel Entwicklung ab. El Haroushi hat sich allerdings gut verbessert, auch Wallison sehr, sehr weit mittlerweile. Von 75 auf 77, glaube ich. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne, sogar von 74 auf 77. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ansonsten auch einige Weiterentwicklungen. Das freut mich natürlich. Das war's allerdings von der heutigen Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Am Dienstag dann. Bis dann. Ciao.